jetzt, Frau Glaser, das hat doch alles keinen Sinn. Ich blamier mich ja bloß. Sie blamieren sich doch nicht, Sie machen eine Anzeige, das ist alles. Mein Geld sehe ich so und so nicht wieder. Es geht doch nicht ums Geld, Herr Schulz, es geht ums Prinzip. Es gibt Sachen, die dürfen Sie sich einfach nicht gefallen lassen. Ich weiß nicht. Ach, ich bin doch bei Ihnen, jetzt kommen Sie. Ich habe versucht, Ihnen den Vorfall übersichtlich aufzugliedern. Da bitte, das ist eine Anzeige im Sendlinger Boten vom 18.04. Schlichtes Mädel aus dem Bayerischen Wald? Seien Sie das? Das ist die Frau Glaser, meine Zimmerwirtin. 32, 1,72, schlank, möchte treu sein und alles geben. Klingt sehr anregend. Ja, ich habe daraufhin auch Interesse entwickelt. Ja, der Herr Schulz kommt nämlich aus Deckendorf. Da hat er halt manchmal ein bisschen Heimweh, verstehen Sie? Nein. Ich habe mich dann bei der angegebenen Adresse gemeldet. Das ist ein Heiratsinstitut. Und dort habe ich dann den Vertrag unterschrieben. Bitte. Institut für Glück und Segen, Partnerschaftsvermittlung, Auswertung, 50 Mark. Na ja. Sie müssen das Kleingedruckte hier lesen. 50 Mark pro Monat, 48 Monate lang. Das macht einen Gesamtpreis von 2.400 Mark ohne Mehrwertsteuer. Ja, ja, das Kleingedruckte hätten Sie lesen müssen, bevor Sie unterschreiben. Ja, das war alles so vertrauenerweckend, so amtlich. Ja, mei, also wenn Sie mein Rat hören wollen, zahlen Sie nix. Solche Institute sind nicht berechtigt, ihre Forderungen einzuklagen. Das wissen die Leute noch nicht. Ach so, das ist jetzt dumm. Ich habe nämlich bereits gezahlt. Ich habe extra einen Kredit aufgenommen. Und ich bin dafür mit der Miete ein bisschen runtergegangen, damit es sich ausgleicht. Ja, mei, wenn er schon gezahlt hat, was kommt er dann noch zur Polizei? Ja, wegen der Dame von der Anzeige. Die habe ich nämlich trotzdem nicht zu sehen gekriegt. Die Anzeige kenne ich. Die steht jede Woche drin. Mindestens seit einem halben Jahr. Du, da ist garantiert was falsch. Aber natürlich, das ist doch ein ganz klarer Fall von Lockanzeige. Sie meinen, die Dame gibt's in Wirklichkeit gar nicht? Vermutlich nicht. Ja, da muss man doch was machen können. Wir fahren wir jetzt. Schon recht. Geht zum Fahrrad. Ja, ich geh schon. Sie können zur Verbraucherzentrale gehen, wiederschauen. Und sich beschweren. Die wird den Fall überprüfen. Tut mir leid. Wiederschauen. Und sonst kann man nichts machen. Der Vertrag ist unterschrieben und hat seine Gültigkeit. Aber das ist doch eine Schweinerei. Richtig. Aber eine juristisch abgesicherte Schweinerei. Und gegen solche Schweinereien sind wir machtlos. Ich glaube, die arbeiten schon die nächste Zeit mit solchen Tricks. Na, schauen wir uns das Institut halt einmal um. Das kann ja nichts schaden. Ja, haben wir denn nichts anderes zu tun? Die Herren wollen zu mir? Schöninger und Heindl. Sind Sie der Herr Glück oder der Herr Segen? Weder noch. Mein Name ist Gattinger. Ich bin der Leiter des Instituts. Worum handelt es sich denn? Ja, der Herr Schulz. Schön, Sie zu sehen. Ganz meinerseits. Ja, der Herr Schulz hätte einige Fragen, den Vertrag betreffend, den er mit Ihnen abgeschlossen hat. Können wir reinkommen? Ach ja? Bitte dir. Da sind noch Fragen offen, das wundert mich. Ja, na doch, da sind schon einige Fragen offen. Der Herr Schulz ist nämlich der altmodischen Ansicht, dass er für das viele Geld, das er ihm zahlt, schon das Recht hätte, die Dame der Anzeige in Natura zu sehen. Aber das kommt doch noch. Das kommt doch alles noch. Ich bin ja noch beim Auswerten des Psychogramms. Ich muss immerhin hunderte von Kandidatinnen durchgehen, die für Herrn Schulz in Frage kommen. Und das dauert nun mal so eine Zeit. Der Herr Schulz möchte nicht 100 Kandidatinnen kennenlernen. Er ist monogam. Er möchte nur die eine Kandidatin kennenlernen, die Dame von der Anzeige, das schlichte Mädel aus dem Bayerischen Wald. Nun ja, die Dame von der Anzeige ist doch nur ein Beispiel für die Vielfalt meines Angebots. Sie steht praktisch stellvertretend für die Hunderte von Kandidatinnen. Genau. Wissen Sie, ich versuche herauszufinden, ob eine andere zu Herrn Schulz vielleicht noch besser passt. Na, der Herr Schulz möchte keine andere Dame kennenlernen. Er möchte exakt die Dame aus der Anzeige kennenlernen und die möglichst bald, weil auf die steht er, sagt er. Gell, Herr Schulz? Ja, das wäre mir sehr recht. Also, wenn Sie darauf bestehen? Die Polizei besteht nie auf etwas. Sie bittet. Darf ich mal? Ah ja, ich erinnere mich, Fräulein Schneider aus Schwandorf.
Sie arbeitet jetzt hier in München als Sekretärin. Sie könnte jetzt eigentlich noch im Büro sein. Ich könnte Sie vielleicht anrufen. Ja, das wäre schön, wenn Sie das könnten. Ist wieder mal nicht umgeschaltet. Moment. Nehmen Sie so lange Platz. Petra, schneller Einsatz. Ich habe einen Härtefall drüben mit Polizei. Mein Gott, was für ein Kleid soll ich nehmen? Das Blaue? Nein, nein, nimm das Graue. Kein Ausschnitt, ganz züchtig. Gib dich nach Eva, so sehr natürlich. In 20 Minuten, klar? Klar. Ah. Tut das so weh? Ah, da hätte sie andere Lex krank mit. So. Fräulein Schneider wird in 20 Minuten hier sein, wenn die Herren so lange warten wollen. Gern, wir warten gern. Gut, dann nehmen Sie doch bitte Platz. Bitte. Ja, na, bitte nehmen Sie ruhig Platz. Dankeschön. Sie muss jetzt wirklich jeden Moment kommen. Hoffentlich. Sehr schön. Da, für Muskeln. Na also, wer sagt's denn? Treten Sie näher. Wenn ich darf. Ja, natürlich, natürlich. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Bitte, hier entlang. So, das ist Herr Schulz, Fräulein Schneider. Herr Schulz hat sich auf die Anzeige hin gemeldet. Grüß Gott. Grüß Gott. Sehr angenehm. Ja, freut mich. Entschuldigung, Sie heißen Schneider, ich hab so Zahnweh. Und sind unverheiratet und stammen aus Schwandorf. Ja. Kann ich mir bitte einen Ausweis sehen? Aber natürlich. Danke. 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 Haben die Herren sonst noch Fragen? Im Moment nicht. Dann steht ja einer näheren Bekanntschaft nichts mehr im Wege, meine Herren. Ich bin Skorpion und sammle Briefmarken. Ich bin Krebs, das passt. Vielleicht hier? Guten Tag. Die Wirtschaft bestellt? Bitte nein. Also, von mir aus können wir ruhig du sagen. Gern. Haben die Herrschaft schon gewählt? Also, ich nehme dann die Gansstopfleber leicht angebraten in Cassissoße, die Langustinen gebraten mit Estragon, Butter und Blattspinat, das Lammrückenfilet mit Pilzfüllung auf Kräutersoße. Und zum Schluss frische Waldbeeren mit Creme Fraiche und Vanilleeis. Danke. Was möchten Sie? Eine Gemüserahmsuppe. Und was noch? Ein Mineralwasser, bitte. Was denn Wasser? Ja, wissen Sie, weißt du, das sind wertvolle Salze drin. Magnesium, Kalium, Calcium. Wir haben doch was zum Feiern. Also, ich nehme zuerst dann Chablis. Und zum Lammrücken gehört dann natürlich ein schöner Rotwein dazu.
Natürlich. Wo soll denn die Hochzeitsreise hingehen? Was hast du dir da so vorgestellt? Hochzeitsreise? Na, irgendwo müssen wir ja hinfahren. Ja, sicher. Das Burgenland soll sehr schön sein. Und der Neusiedler See ist auch nicht zu tief, schön flach. Burgenland, gell? Also, ich denke da mehr an die Seychellen. Auch die Malediven sollen jetzt in sein. Die Seychellen? Wo liegen die denn? In der Südsee. Irgendwo bei Australien. Mhm. Oder die Karibik. Auch Bali soll sehr schön sein. Bali ist sicher schön. Also ich bin auf jeden Fall für Gütertrennung. Andererseits bin ich natürlich für ein gemeinsames Konto. Gemeinsames Konto? Ah ja. Ja, weißt, es kommt bei mir öfter vor, dass ich schnell Geld brauche. Und dann ist sowas wahnsinnig praktisch. Mhm. Sonst noch Wünsche? Nein, sich nicht. Ich meine, eine Lebensversicherung zu meinen Gunsten, das ist ja eher eine Selbstverständlichkeit. Und die ganzen erbrechtlichen Sachen, die besprechen wir dann bei Gelegenheit. Was dann? Gehen wir zu dir oder zu mir? Also, ich gehe zu mir. Und wo Sie hingehen, das ist mir ehrlicherweise gesagt wurscht. Herr Schulz? Bitte? Sie haben noch was vergessen. Ihre Blumen. Siehst du das? Zivil verkleidet. Nein. Essen Sie öfters hier? Sehe Sie heute zum ersten Mal? Gottes Willen, ich esse nie hier. Ist so ungesund. Viel zu viel Fett. Wem sagen Sie das? Aber bevor man daheim allein was kocht? Für mich kocht die Frau Glaser. Sie wissen schon. Ja. Kocht immer für mich mit. Sehr gut sogar. Aha. Sehr ausgewogen. Ernährungsphysiologe. Ja, wieso sind Sie dann nicht daheim beim Abendessen? Will nicht heim. Ich will überhaupt nirgends mehr. Aha. Es hat nicht geklappt, gell? Es war furchtbar. Preise, sag ich Ihnen. Preise für ein Essen. Ich will sowas nie mehr erleben. Ich will überhaupt nie mehr was erleben. Wissen Sie was? Sie gehen jetzt nach Hause, legen sich ins Bett und schlafen erst mal eine Nacht drüber. Morgen schaut alles ganz anders aus. Erst neulich hat die Frau Glaser zu mir gesagt, was sie so an mir schätzt. Das ist meine vollkommene Abstinenz. Aha. Aber jetzt riecht man's. Ja, man riecht's. Ich kann ihr so unmöglich unter die Augen kommen. Sie würde mich verachten und das würde ich nicht ertragen. Ja, soll ich mitkommen? Sie, zivil. Ich könnte vielleicht für Sie ein Wort einlegen. Das wäre die Rettung. Normalerweise bin ich abends immer daheim. Die Frau Glaser hat einen Fernseher. Aha. Manchmal hören wir auch Platten. Und dann habe ich natürlich noch meine Briefmarkensammlung. Aber manchmal verspüre ich einfach so einen Drang nach mehr. Naja, bei mir ist es genauso. Ich meine, Briefmarkensammlung habe ich keine, aber den Drang, den kenne ich auch. Wenn man auf die 40 zugeht, dann entwickelt man rein instinktiv das Bedürfnis nach einer festen Bindung. Besonders, wenn man bedenkt, dass andere in dem Alter schon dreimal geschieden sind, gell? Ich habe das jetzt überwunden, ich habe das überwunden. Morgen lege ich mir ein neues Album an. Afrikanische Mark. Das hat mich schon immer gereizt. Und was das andere betrifft, dann sage ich Ihnen nie wieder, nie wieder. Sonst ist es lieber nicht so
Ich glaube gar nicht, wie oft ich das zu mir schon gesagt habe, nie wieder. Nie wieder? Ja, ich sage nichts. Vielleicht haben wir Glück und sie schläft schon. Jetzt um 7:45. Das ist heute für unwahrscheinlich. Wie schaue ich an? Nein, gehen Sie gern. Na ja, geht schon. Doch mal. Grüß Gott. Guten Abend, Frau Glaser. Herr Schulz, wie schauen Sie denn aus? Ich kann es Ihnen erklären. Ich kann es Ihnen auch erklären. Er kann es Ihnen auch erklären. Das ist ja nicht zu fassen. Wie der Martel. Genau wie der Martel. Wie der Martel? Ja, mein verstorbener Mann. Aha. Der ist genauso daherkommen, wie er mir damals den Antrag gemacht hat. Der Nägelstrahl, der Anzug und die gleichen Flecken im Gesicht. Die Flecken, die kann ich Ihnen erklären. Das brauchen Sie nicht. Bei Martel waren es damals 4 halbe Doppelbock. Vorher hätte er sich nicht getraut. Was sind die schön. Ah, der Duft. Also, das hätte ich Ihnen nie zugetraut, Herr Schulz. Ich glaube, ich erkläre es Ihnen doch besser morgen früh. Na, Frau Glaser. Kenne ich ihn gar nicht. Dann wird es aber langsam Zeit, Frau Glaser. Höchste Zeit. Gute Nacht. Wie der Makel. So, da ist der Kuchen, gell? Also, dass ich weiter erzähle. Ich glaube ja, dass der seelische Schaden beim Puls doch nicht ganz so groß ist. Seine Zimmerwirtin wird ihn schon wieder stabilisieren. So wie die bei uns ist, nicht? Na, also hat der Fall doch einen einigermaßen humanen Abschluss gefunden. Schauen wir, aber einen Kuchen essen. Also Abschluss sehe ich da ehrlich gesagt noch keinen. Da? Die bewusste Anzeige steht immer noch. Warum auch nicht? So schnell können wir das auch bei einem Mann gar nicht abstellen. Aber jetzt greife ich an. Diesmal wird er in mir einen Interessenten finden, der sich die Dame ganz genau anschaut. Das möchte ich jetzt einfach rausfinden, was an der nicht stimmt. Der lässt ja doch diese Dame nur sehen, wenn du vorher einen Vertrag abschließt und ein Honorar zahlst. Geh, bin doch nicht blöd. Ich suche mir in seiner Kartei die Adresse von diesem Freund Schneider aus. Und die privat kennenlernen ist doch für mich ein Kinderspiel, oder? Und du meinst, dass der dich mir nichts, dir nichts in seiner Kartei blättern lässt? Pass auf, Franz. Ungefähr 10 Minuten, nachdem ich in dieses Institut gegangen bin, wird's an der Tür läuten. Und dann wird ihn jemand an der Tür so lange hinhalten, bis ich in aller Ruhe alles durchgeschaut habe. Ja, und wo willst du den Deppen finden, der da mitspielt? Nein, keinen Fall. Nein, da geh ich lieber zum Zahnarzt. Glück und Segen bei der links. Moosgruber? Ja? Wir sind zwar nicht im Dienst, aber wir wollen uns immer im Rahmen der Gesetze bewegen, gell? Und noch eins, übertreib nicht, du neigst dazu. Nein, ich tue nicht. Mandy? So, ich geh jetzt zum Einkaufen. Ist gut. Papa. Warte mal! Ja? Grüß Gott. Grüß Gott. Ich komme auf Ihre Anzeige hin. Oh ja, kommen Sie rein, Herr Moosholzer. Herr Moosholzer, schöner Name. Sehr bodenständig. Ja, ja. Bitte, erste links. Bitte schön. Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen am Schreibtisch. Danke. Sehr. Also eigentlich mag ich das gar nicht, wenn ein Kollege sowas macht, sowas Dienstleser privat. Nein, das behagt mir nicht. Ja, warum machst du denn überhaupt mit? Na, das Verantwortungsgefühl. So, so. Und das neigt. Drum. Du sag einmal, schau. Ist das nicht das schlichte Mädel aus dem Bayerischen Wald? Was macht denn die da? Das würde mich jetzt auch interessieren. Die werde ich einmal observieren. Dienstlich oder privat? Wenn ich in 10 Minuten nicht da bin, dann gehst du rein. Was soll ich da sagen? Ja, grüß Gott. Sag's einmal. Grüß Gott. In Ihrer Anzeige steht, es wäre was Schlichtes. Und das ist ja genau das, was ich schon immer gesucht habe, gell? Oh ja, ich kann mir vorstellen, dass das wunderbar harmoniert. Wir finden auf jeden Fall etwas für Sie unter den Hunderten von Kandidaten. Ja? Ich habe hier unseren Standardvertrag.
Partnerschaftsvermittlung mit Beratung und psychologischer Auswertung. Wenn Sie bitte hier unten rechts gegenzeichnen würden, auf der gestrichelten Linie, bitte. Aha. Einen Augenblick bitte, man soll ja nie was unterschreiben, was man vorher nicht durchgelesen hat, gell? Ja, natürlich, sehr weise. Wenn Sie es dann endlich haben, hier rechts unten müssten Sie gegenzeichnen, auf der gestrichelten Linie. Ja, ja, gleich haben wir es. Moment. Bitte. Grüß Gott. Ja, was wollen Sie denn schon wieder? Ja, ich hätte Sie gern gesprochen. Dienstlich? Ja, privat. Darf ich? Ja, Moment, worum geht's denn? Ja, um die Dame von gestern, die Niederbayerische, die hätte ich gern kennengelernt. Ja, ja. Sie haben doch gesehen, dass die Dame bereits vergeben ist. Ach, da schau ja. Ja, aber vielleicht wird die irgendwann wieder frei. Und wissen Sie, da wäre ich an einer Bekanntschaft sehr interessiert, weil Moment. Die hat so einen unschuldigen Charme. Aber Herr Mosholzer! Tut mir leid, aber ich habe mir was anderes überlegt. Wissen Sie, die Damen, die Sie hier haben, die sind mir alle miteinander zu staubig. Danke, Frau Gattinger. Dankeschön. Wiederschauen, Frau Gattinger. Wiederschauen, Frau Gattinger. Frau Gattinger? Ja. Na, ich habe gewusst, dass da was steckt. Frau Gattinger, geborene Schneider, Sie sind seit 2 Jahren verheiratet. Darf ich fragen, ist die Ehe glücklich? Es geht. Wir sind zufrieden. Wie kommt es denn, Frau Gattinger, dass Sie immer noch Ihren alten Ausweis benutzen, auf Ihren Mädchennamen? Ja, als ich noch ledig war, da habe ich ihn als verloren gemeldet. Und daraufhin habe ich dann den neuen gekriegt. Aber den alten, den hatte ich natürlich gar nicht verloren. Ja, und missbräuchlich benutzt, ein nettes kleines Zusatzdelikt. Also Sie haben die Kunden angelockt und wenn's Zeit haben, haben Sie sie wieder vertrieben. Eine harmonische Zusammenarbeit. Ja, meine Frau wollte schon immer zum Film und da habe ich mich verpflichtet gefühlt, ihre Spielfreude in nützliche Bahnen zu lenken. Ja, und darum haben Sie dieses Heiratsinstitut gegründet. Mit einer einzigen Kandidatin Ihrer eigenen Frau. Na, Sie haben vielleicht Nerven. Wissen Sie, ich war früher Gebrauchtwagenhändler. Das härtet ab. Ja, die Abhärtung wird jetzt die nächste Zeit brauchen. Moskrowa, Protokoll. Bitte, wenn Sie hier unterschreiben würden, auf der gestrichelten Linie. Ist doch rührend. Wir haben Standesamt.